Das Grundstück an der Brieska Straße, 6500 Quadratmeter, es gilt als ein Filetstück. Die Stadt Senftenberg will es verkaufen und es gibt wohl einen Interessenten, der hier einen riesigen Fahrradladen errichten will. Bei der Stadtverordnetenversammlung am 23. Juni sollen die Stadtverordneten im nicht öffentlichen Teil über den Verkauf entscheiden. Die Meinungen sind geteilt. Die Fahrradhändler der Stadt, insgesamt vier, bangen um ihre Existenz. Wir haben roundabout 15.000 Einwohner und da ein Fahrradladen hier entstehen zu lassen, der eigentlich in Städte wie Dresden, Chemnitz, Leipzig gehört, das ist hier einfach zu viel Gegenwind, den wir kleinen Händler bekommen. Wir kämpfen alle hier in Senftenberg mit ähnlichen Voraussetzungen. Wir haben alle ähnliche Geschäfte mit einer ähnlichen Größe, mit einer ähnlichen Mitarbeiterzahl. Und dieser Branchenriese, ne, der wird einfach einen Verdrängungswettbewerb hier aufbauen, der die Relation von Senftenberg einfach sprengt. Kathi Pötschke hat spontan eine Unterschriftenaktion ins Leben gerufen und viel Unterstützung erfahren. Ich habe mit den anderen Fahrradhändlern eine Unterschriftenaktion gestartet und es ist erstaunlich, wie viele Leute und Kunden den Weg ins Geschäft finden und dort ihre Solidarität und ihr Unverständnis über diese Aktion bekunden. Es geht nicht nur um die Fahrradhändler, sondern um Senftenbergs Innenstadt. Die Einzelhändler sind gebeutelt, wenig Kaufkraft in der Region und die Corona-Pandemie hat bereits einige Händler zum Aufgeben gezwungen. Vor diesem Hintergrund haben die betroffenen Händler alle Fraktionsvorsitzenden der SVV zum Vororttermin geladen. Gekommen sind allerdings nur zwei Vertreter. Eine Schwächung von Senftenbergs Innenstadt befürchtet auch die stellvertretende SVV-Vorsitzende Kerstin Weidner. Schlechte Beispiele für tote Innenstädte gibt es genug, sagt sie. Ich durfte es im Urlaub selbst erleben, wie es ist, wenn man eine auch Kreisstadt entkernt, indem man alle wichtigen Einzelhandelsketten nach außen bringt und die Innenstadt eigentlich am Absterben ist. Sich nur noch Eisdielen dort befinden, sich nur noch eine Gaststätte dort befindet. Also es besteht kaum noch ein Druck, überhaupt in die Innenstadt zu gehen. Und diese negativen Beispiele dürfen wir nicht machen. Wenn wir sie schon sehen, dann müssen wir gegensteuern. Und ich sage so, unser Fazit, denke ich mal, ich hoffe, dass es eine Entscheidung für unseren Einzelhandel geben wird. Und dass wir Stadtverordneten auch mal als Dankeschön zurückgeben können, wir stehen zu euch. Ich hoffe es sehr. Und sie bedauert, dass die Stadt wichtige Flächen verkauft und so irgendwann keinen Einfluss mehr auf die Stadtentwicklung hat. Auch Johannes Sven Hennig, Fraktionsvorsitzender der CDU, hätte sich eine offene Diskussion über die Nutzung des Areals gewünscht. Eine öffentliche Ausschreibung, vielleicht sogar einen Park, etwas Lebensqualität im größten Wohngebiet der Stadt. In dem geplanten Verkauf sieht er außerdem einen Verstoß gegen das Einzelhandelskonzept der Stadt, das mit viel Geld erstellt wurde. Aber für mich zählt auf jeden Fall, dass wir in Senftenberg aufhören müssen mit dieser Schizophrenie. Das heißt, wir sagen auf der einen Seite, unsere Innenstadt ist lebenswert nach Corona, wir unterstützen unsere Händler, wir nehmen richtig, richtig, richtig viel Geld in der Hand. Wir haben über 500.000 freigegeben nach Corona, um Vereine, Unternehmen zu unterstützen. Und jetzt sagen wir April, jetzt wird die Innenstadt, ich will nicht sagen leergeräumt, so schlimm ist es nicht, aber jetzt machen wir die Innenstadt ein ganzes Stück weniger lebenswert, indem wir die Fahrradhändler, indem wir Sportfachgeschäfte und so weiter, die sich in der Innenstadt befinden, gefährden, indem wir hier so einen riesen Standort herholen. Und das muss nicht sein. Da muss die Stadt Senftenberg einfach morgen auch noch das meinen, was sie gestern gesagt hat. Und das sehe ich gerade im Moment nicht. Also da fehlt es einfach. Wir haben Vorschläge auf dem Tisch, dass Förderprogramme aufgelegt werden sollen zur Rettung unserer Innenstadt, dass wir dort neue Unternehmen ansiedeln und so weiter und so weiter. Aber wir tun auf der anderen Seite genau das Gegenteil, genau das, was nicht förderlich ist. Quo vadis Einzelhandel? In Zeiten von Internethandel und Corona-Pandemie eine schwere Frage. Und mit ihrer Entscheidung für oder gegen den Grundstücksverkauf in der Brieska Straße entscheiden die Stadtverordneten am 23. Juni auch mit über Wohl und Wehe der Einzelhändler in der Stadt.